Willkommen aus dem Freundschaftscup. Heute heißt die Begegnung Jotzi gegen Jotzi. Ja, heute mal dächte man sich schön. Jo, im Freundschaftscup, warum nicht? Ne, dieses Mal wieder Jotzi gegen Jotzi. Das Jotzi vom Freundschaftscup heute in Gelb gedresst. Während das andere Jotzi heute in Blau gedresst ist. Mal gucken, wie die Hausherren, wenn man das so in Tüdelchen sagen kann, sich heute mal messen. Denn im letzten Spiel, wissen wir noch, gab es ein Unentschieden. Aber manchmal hat der Trainer eben die Ideen, ja, testen wir einfach mal auf. Also, gucken wir auch mal, wie das mit der Kapitänsbinde aussieht. Das Heim-Jersey gegenüber dem Auswärts-Jersey sehen wir einige Veränderungen. Remy von Anfang an, Guardado von Anfang an, Cortez von Anfang an und Terry von Anfang an, sowie Ramirez von Anfang an. Während wir von der anderen Seite, von dem Jersey, dem bekannten, das klassische Elfmeter warten. Vor dem Sturm Diego Costa alleine. Fabregas, Zuma, Cahill stattdessen. Also, heute Jersey gegen Jersey. Das Jersey vom klassischen Freundschaftscup in Gelb gedresst gegen das Jersey in Blau. Diego Costa. Ah, gut abgenommen von Cahill. Matic. Willian. Auf Oscar. Matic. Oh, guter Pass. Hazard. Hazard mit der Chance. Hazard und Cortez zur Stelle. Ja, der Belgier, der muss sich natürlich jetzt beweisen. Klar, der ist nicht die Nummer 1 bei dem Trainer. Der muss ja heute zeigen, ich will die Nummer 1 bleiben und werde die Nummer 1 sein. Zuma. Und Fabregas. Ivanovic. Und Fabregas. Fabregas. Ja, Terry dazwischen. Guardado. Und Diego Costa. Na, spielt ihn in die Mitte und Terry dazwischen gibt Freistoß Chelsea. Aus 37 Metern. Na, donnern ihn mal direkt drauf, aber es war leider sehr unpräzise. So, keine Bewährungschance für den Belgier. Remy. Weiter Schuss, sehr weiter Schuss, also hier auch kein Problem für Tschech, also da haben sie jetzt beide aus knapp 30 Metern mal drauf geschossen. Und bei beiden haben die Keeper die Bälle gehalten. Vielleicht wird das heute aber auch im Laufe des Spieles schwieriger für beide. Fabregas. Und Oscar, na, so kann das eigentlich nicht gut laufen. Remy. Remy mit dem Lauf in den 16er. Ja, Lauf in den 16er ist manchmal gut, aber wenn du da dann irgendwie nicht richtig den Ball verarbeiten kannst, ist das natürlich nicht gut. Diego Costa. Diego Costa! Und präzise. Viertelstunde rum, bislang schlagen sich beide Teams so mittelmäßig. Und schon von beiden deutlich besser gesehen. Hazard. Hazard mit hier dem Sololauf. Hazard mit der Möglichkeit. Na, da ärgert er sich natürlich. Riesenchance hier zur Führung. Für die Heimlondoner, wenn man das so sagen darf. Fabregas. Und Zuma. Matic wird dazwischen gegangen. Und weiter Pass auf Remy, ist aber abseits. Ist abseits, wird zurückgepfiffen. Schauen wir uns das gerne nochmal an. Jawohl, es ist abseits.
Freistoß. Cahill. Fabregas. Ein kurzer Pass, aber kurzer Pass klappt manchmal nicht. Ramirez auf Oscar. Versucht das hier relativ trickreich und es gibt Eckball. Da hat er dazwischen gegrätscht. Ecke. Oscar. In die Mitte und der Lattentreffer. Die große Möglichkeit, aber da kommt Cech noch richtig dazwischen. Boremi. Lattentreffer. Also anscheinend sind die Hausherren hier besser. Sie sind näher dem Tor. So kann man es auch sagen. Matic. Und Ramirez. Guardado. Fabrega. Na, jetzt natürlich Spiel ordnen, jetzt gucken, ja, wo klappt denn da die Lücke auf? Wo ist denn da der Spielanlauf? Bislang finden sie den gut, aber hier haben sie den jetzt nicht gefunden. Ivanovic, schneller Ball, also da sieht man wiederum die taktischen, die unterschiedlichen Taktiken. Einmal schneller Sturmlauf und einmal wir gucken, was uns ergibt. Matic mit der Chance und Cech zur Stelle. Ecke, Oscar. Schön in die Mitte und wieder Lattentreffer. Riesenchance für Remy. Aber der Ball geht gegen die Latte. Also viel, viel Pech für die Hausherren hier. Diego Costa. Ah, gut, da vorbeigegangen, Diego Costa und gehalten von Cortez. Diego Costa. Und Matic, jetzt kann es wieder schnell gehen. Ja, wir wissen ja jetzt, dass die hier auf Taktik fixe Schnitzel machen, wenn man das so sagen darf. Einfach mal ganz fix nach vorne spielen. Remy mit der Möglichkeit. Remy gegen Zuma. Und Cech mit den Beinen noch dazwischen. Also das ist natürlich hier eine klare Sache. Mal schauen, wie lange die gelben Londoner das hier heute hinkriegen, diese Null zu halten. Fabregas. Und Diego Costa. Ah, vorbeigegangen. Diego Costa, ja, ein bisschen zu weit. Da kommt der Ivanovic ohne Probleme hin. Ah, Diego Costa, Rollerball, Willian unter Führung. Führung aus dem Nichts. Chelsea in Gelb führt gegen Chelsea in Blau. Cortez, ja genau deswegen. Genau wegen so welchen Paraden hat der Trainer Chelsea in Gelb den Cortez nicht drinne. Er kriegt den Ball nicht. Willian knockt dann richtig schön, der chippt dann richtig schön ein. Die Gäste führen mit 1:0, was sich hier überhaupt nicht angedeutet hat. Die blauen Londoner deutlich näher dem Tor als die gelben und die gelben machen es. Remy. Ah, schön vorbeigegangen, Remy mit dem Solo hier, Remy. Und es gibt Ecke. Ecke, Oscar. Ja, man möchte das wahrscheinlich ein bisschen anders probieren gegenüber Fabregas, den man ja gar nicht aufgestellt hat. Und abseits. Würde ich jetzt, klar, es war abseits, aber ich weiß nicht, ob da nicht ein Gelber am Wege, der ein Gelber berührt hat, den Ball. Okay. Abstoß, Freistoß, je nachdem. Check. Philippe Lu. Oh, großer Fehler von Zuma, aber Fabregas bügelt den aus, den er dann aber wiederum selbst macht. Hazard und Cech.
kann ihn parieren und das ist der Halbzeitpfiff. Hier steht es 1:0 für die Gäste, für die gelben Londoner. Ja, da hat man zwischendurch wieder gesehen, warum der Trainer den ein oder anderen nicht spielen ließ. Aber die blauen Londoner deutlich näher dem Ausgleich, als dass die gelben da irgendwas anderes machen. Hier nochmal das Tor von William. So, und wenn man sich die Statistik eben kurz mal angeschaut hat, ey, come on, also die sind weniger am Ball, aber im Endeffekt effektiv. So, wir müssen jetzt in der zweiten Halbzeit darauf aufpassen, dass der Gegner jetzt nicht irgendwelche anderen Sachen machen. Und im Endeffekt müssen unsere Verteidigung so bleiben, wie sie jetzt ist, weil dann klappt das. Und genau deswegen spiele ich hinten mit Kale und Zuma. Leute, merkt euch das. Am 1. Juli ist der nächste Session, ne? Cahill, Zuma ist hinten. Könnt ihr ja sonst trainieren, Kale und Zuma. Nein. Wechsel bei den blauen Londonern William rein für Oscar. Und damit willkommen zurück aus der Stamford Bridge in London. Ja, Chelsea gegen Chelsea. Heute die blauen Londoner gegen die gelben Londoner. Die gelben Londoner weiterhin mit der klassischen Freundschaftsspiel-Taktik. Mit der Freundschaft-Cup-Taktik. Weil warum ändern, wenn es klappt? Matic. Ja, guter Versuch, Cortez, aber zur Stelle. Hazard. Ja, weiterhin mit der Sturm- und Drang-Taktik. Hazard mit der Chance und dem Ausgleich. In Hazard, 50. Minute. Ja, Sturm und Drang, das klappt manchmal. Heute auch. Das sieht man mal. Durchgelaufen, durchgerannt. Drin ist er. 1:1. Da hat wahrscheinlich der ein oder andere gedacht, dachte, haben die blauen Londoner hier überhaupt nichts zu bieten und dann sowas. Matic. Und wieder Matic. Oskar. Und Hazard. Hazard mit der Flankenmöglichkeit und der Ball kommt auch an, aber viel zu langsam in Richtung Cortez, weil er jetzt keine großen Komplikationen hat. Remy. Remy mit dem nächsten Sturmlauf. Klappt aber diesmal nicht. Und Matic. Auf Diego Costa. Da merkt man schon, dass die einen die Energien nicht mehr haben. Und die anderen schon. Diego Costa. Und Hazard. In die Mitte geflankt. Da ist aber keiner außer ein Verteidiger. Aber selbst der kann kaum was machen, wenn die anderen blauen Londoner hier überhaupt nicht mehr auf Position und Platz sind. Die sind schon ganz schön alle durch diese Sturm- und Drangtaktik. Das war abseits. Während die gelben Londoner noch relativ fit aussehen. Freistoß. Hazard. Und guter Zwischengang von Ivanovic. Hazard. Und Oscar. Und Diego Costa. Diego Costa wird hier gefoult, gibt keinen Elfmeter. William. Oh, schön vorbeigegangen, auch schön umgesendet. Dafür gibt es Gelb für Felipe Luis. Na, aber schön umgenietet. Schauen wir uns das nochmal an. Leider können wir das nicht sehen. Kameras waren auf den Schiedsrichter gerichtet. Freistoß Ivanovic. Eine halbe Stunde ist noch zu spielen und Tschech zur Stelle. Und jetzt die Möglichkeit für Chelsea über Diego Costa. Ah, Sturm- und Drang-Taktik klappt eben nicht, wenn man das nicht gut trainiert hat. Während die anderen darauf fast schon spezialisiert sind. Abseits sieht man klar und deutlich.
kommt er nie und nimmer mehr. Also klar kommt der William locker leicht ran, aber naja. So, wir müssen dringend wechseln, weil das mit der Taktik genau sonst nicht klappt. Also, Diego Costa raus, der hat Chancendruck bislang. Und Ramirez rein und Remy vorne rein, damit wir eine Chance haben. Wechsel! Gelben Londoner wechseln. Diego Costa raus, Matic raus, Remy rein, Ramirez rein. Also zwei fitte Spieler für die letzten halbe Stunde. Remy. Und Terry dazwischen. Und Fabregas. Auf Oscar. Oscar mit der Chance. Und Matic dazwischen. Jetzt die Kontermöglichkeit. Aber die Kontermöglichkeit klappt nicht. Remy. Und Fabregas. Weiter Schuss. Und der ist ganz knapp am Tor vorbeigegangen. Hätte ich jetzt eigentlich nicht so gesehen. Aber schauen wir uns das gerne nochmal an. Ja, es sah enger aus, als es in Wirklichkeit war. Oder ja. Ja. So. 20 Minuten noch. Fabregas. Auf William. Ja, Doppelpass, Mehrfachpassspiel, Passstaffettenspiel. Wie wir es von den gelben Londoner eigentlich kennen. Eher auf Passstaffette aus, als auf Sturm und Drang. Was während die Blauen das Air spielen. Oscar. Kommt der ran vor Cahill. Jawohl, Oscar. In die Mitte wieder zurück. Aber da steht keiner. Kontermöglichkeit. Chelsea. Nämlich die Blauen. Über Remy. Ja. Erklärt über Cahill raus. Einwurf Ivanovic. Und Ramirez. Remy. Fabregas. Und William. Remy. Remy, oh, setzt sich hier gut durch. Und Oscar auf Remy. Der wurstelt sich hier super durch. Remy und Ecke. Ecke, gelbe Chelsea. Yellow Chelsea, wenn man das auch so sagen darf. Ecke, Fabregas. Klassisches Anzeichen. Und Gott, er ist auf der Stelle. Also das ist natürlich selbstverständlich, dass der den dann kriegt. Wäre auch ehrlich gesagt schlimm, wenn er es nicht tun würde, weil das ist ja im Training oft einmals eingeübt worden. Remy. Na, geht vorbei an Philippe Luis. Remy weit auf dem Flügel. Aber wie gesagt, die Energie ist da nicht mehr so ganz drin. Ne? 10 Minuten sind es noch. Und William. Und Freistoß. Wird das hier sich wieder auf ein Unentschieden kommen? Wird es wieder passieren? Letztes Mal hatten wir auch ein Unentschieden. In diesem Duell. Deutet sich sehr viel drauf hin. Einwurf, ja. Nirgendwo. Wahrscheinlich, weil sie die eher spielen lassen wollten. Remy hier ganz ausgetrickst. Remy immer noch ganz ausgetrickst. Und dann macht er das Tor. 84. Minute. Überraschung. Da waren die Londoner von der Verteidigung her völlig perplex, völlig überrascht. Remy bleibt da vorne stehen und netzt dann ein. 6 Minuten vor Schluss. Und das blaue London führt wieder. Und das gelbe London führt wieder. Entschuldigung, das gelbe London führt wieder. Das gibt es nicht. Das gelbe London, kaum Chancen und sonst was, aber mit der Sturm- und Drang-Taktik, da haben sie richtig wieder gepunktet. Jetzt die Möglichkeit, William Pfosten! Einwurf, blaues Chelsea. Was für ein Spiel. Also, das gelbe Chelsea fast keine Chancen rausgearbeitet. Aber die haben gepasst.
Erst recht durch Fehler von Cortés. Hazard. Ah, Doppelpassspiel, das klappt nicht. Kontermöglichkeit. Klappt auch nicht. Und Ramirez. Gefährlicher Pass auf Remy, aber Terry da hinten, der aufpasst. Jetzt ein langer Ball, aber jetzt auch auf der anderen Seite lange Bälle. Natürlich, jetzt spielen sie auf lange Bälle. Das klappt aber manchmal nicht. Oscar rausgespielt. Hazard, Hazard! 3-1. Jetzt ist der Sack zu. In Hazard trifft. Auf der einen wie auf der anderen Seite. 3-1. Und das war's. Das gelbe Chelsea gewinnt und ist nun weiterhin gut dabei und es spielt wahrscheinlich vielleicht nochmal gegen Chelsea. Aber ich glaube nicht in diesem Freundschaftscup mehr. Das war's hier aus London.